Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar zu meinem Jahreshighlight-Rückblick-Video 2017. Hier sind auch die Highlights. Als erstes habe ich ein Mini-Vlog-Format gestartet, wo ich Mini-Vlogs zur Kinobesuchen mache, hatte auch vor, die Kronkrafter Pizza zu testen, die leider ausverkauft war in Halle, die ich gerne probieren möchte. Also Luca, bring die nochmal raus, bitte. Zweitens, Reaction-Videos, wo ich Reaction zu der Nintendo Switch Präsentation gemacht habe. Und jetzt zu den Vlogs, beziehungsweise zu dem ersten Vlog in diesem Jahr, und zwar von der DreamHack. Dort habe ich Sachen von Asus gesehen, Cosplayer, VR-Games ausprobiert, habe Chimpanse im Livestream geholfen und ihm eine neue Technik in Rocket League beigebracht, die ich selbst nicht wusste, wie ich die geschafft habe. Bleiben wir doch bei den Vlogs. Im März gab es einen Tag der offenen Tür an der BBS 3, an der Schule, beziehungsweise auf der Schule, in der ich war, wo ich eine Wand angemalt habe, wo man nicht überall machen kann. Zweitens gab es in diesem Monat auch ein Yu-Gi-Oh! Anime-Event, und zwar zum Film Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimensions, den ich übrigens sehr gut fand. Auch mit der Aktion, mit der Karte. Und als drittes ein Vlog zur Manga Comic Con, wo ich wieder Cosplayer getroffen habe. Ein YouTuber, und zwar Looks Like Link, den ich auch letztes Jahr auf der Gamescom getroffen habe. Und dieses Mal habe ich ihn auch interviewt. Mit so tollen Leuten hier, die man einmal im Jahr sieht, aber trotzdem. Was findest du besser, diese Messe oder eher die Gamescom? Aber dafür war ich schon zu oft auf der Gamescom. Da ist unfair zu fragen. Ich war erst einmal hier und schon ganz oft auf der Gamescom, weil noch finde ich natürlich die Gamescom besser. Aber das ist unfair. Die Frage. Würdest du hier nochmal kommen? Ja, klar. Einmal im Jahr ist hier auch eine ganz normal wie die Messe. Jo. Eigentlich klar, auf jeden Fall. Ist quasi ein Hobby auf der Gamescom, der Bereich zumindest. Dann habe ich auch Ralf Rute kennengelernt, beziehungsweise getroffen. Kommen wir zum Juni. Da war ich wie letztes Jahr beim MDR beim Ausbildungstag. Und dieses Jahr gab es mehr Infos für euch, beziehungsweise mehr Eindrücke. Und im Juni hatte ich sogar für euch noch einen Vlog zur Nacht der Wissenschaften. Wir kommen fast zum Ende, denn im August habe ich die Gamescom besucht, wo ich die Stimme von Charles Martinet getroffen habe. Ich habe ein Foto mit ihm gemacht, aber leider ist es irgendwie von der SD-Karte verschwunden. Warum auch immer. Oder die Kamera hat es irgendwie gelöscht. Verdammte Kamera. Habe Mario Odyssey angetestet. Dragon Ball Fighters ausprobiert, worauf ich mich riesig freue. Justins 2018
18 habe ich auch probiert. Und Klängern getroffen. Jetzt kommt nur noch der September in Frage, oder? Ja! Im September war ich bei der 25-jährigen Feier von dem MDR und beim Salzfest. Und jetzt der Vlog-Highlight. Kuss. Was mir übrigens gefallen hat noch an meinem Kanal, war, dass ich der Einzige in Deutschland war, der über Ralf Reichs 2 zuerst gesprochen hat. Ich hatte den ersten Trailer bzw. den ersten Teaser gezeigt. Habe das Logo bzw. die Grafik gezeigt, die als Poster dient. Mann, hoffentlich kommt der Film nächstes Jahr raus, damit ich die News und die Vlogs zusammenschneiden kann. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Aber ich habe ein paar Wünsche an das nächste Jahr. Und zwar als erstes wird die Dreamhack wieder stattfinden. Dazu möchte ich Le Floyd treffen. Und das auch am Samstag. Denn am Freitag wird es ein bisschen schwierig bei mir. Deshalb an einem Samstag, wenn das möglich wäre. Irgendwie. Ach ja, was ich mir ja noch wünsche, ist, dass die Deutsche Bahn bei der Manga Comic Con Convention die Doppeldeckerbahnen einsetzt. Das würde auch hilfreich sein. Bitte, Deutsche Bahn, setzt die ein. Das würde mich sehr freuen nächstes Jahr. Bitte, bitte. Und als viertens wäre eine Bitte an Nino Kern. Und zwar, bitte komm wieder an einem Samstag auch auf die Manga Comic Con. Und das, bis all deine Fans ein Autogramm gekriegt haben, beziehungsweise auch ein Foto